Also mein Name ist Gerion Krever, ich bin Bildhauer und ich mache meine Kunst. Und das sieht dann eventuell so aus. Das ist jetzt eine Skulptur in Mache. Also man kann dazu sagen, sieht ein bisschen aus wie so ein halber Körper. Und ich überlege mir jetzt, wie soll dieser Körper aussehen? Was möchte ich mit dem Arm machen? Was für eine Oberfläche bekommt er? Was für eine Form? Wie soll der nachher präsentiert sein? Und ich hab da recht einen konkreten Anlass für, weil ein Kunstverein, also sowas wie ein Museum, hat gefragt, ob sie für eine Jahresgabe, also für etwas, was sie in ihrem Kunstverein anbieten, von mir etwas haben könnten. Der Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen in Düsseldorf bietet dann den Mitgliedern meine Arbeit an und die können die dann kaufen oder auch einfach nur angucken. Und ich überlege mir jetzt gerade etwas für die Wand, was so an der Wand hängt und wo ich dann nachher mit einer Heißluftpistole das Plastik anschmelze und dann farbige Schichten drüber lege, sodass das so ein bisschen so aussieht wie so eine zersprungene, zerklüftete Haut. Sowas wie etwas, was man vielleicht so aus so einem Alien-Film kennt. Also so ein Fremdkörper im Grunde ist. Und diesen Fremdkörper kann man sich dann bei zu Hause, wenn man möchte, zu Hause an die Wand hängen oder guckt sich den einfach an und kriegt dann vielleicht ein bestimmtes Schaudern oder denkt so, was ist denn das? Es kann ja schon mal nicht ich sein, das muss ja was anderes sein. Was ist denn das andere? Und dann versucht man vielleicht zu gucken, was das für ein Material ist, wie das da hängt, woran an das erinnert, vielleicht an einen Tropfen, vielleicht an etwas, was aus der Wand rauskommt oder was dort wächst. Also auf so fast so organische Arten oder was vielleicht auch so ist, wenn man einen Pickel hat oder so, ist dann halt ein Wandpickel. Und ja, manche Leute kaufen sich einen Wandpickel und die hängen den zu Hause an die Wand. Und meine Aufgabe als Künstler ist es, so etwas zu gestalten, nicht weil die Leute das unbedingt an der Wand haben wollen, sondern etwas, wo, wenn man darauf guckt, die Leute sagen müssen, das kenne ich aber nicht, das muss doch wohl Kunst sein. Und dieser Moment, dass man vielleicht etwas nicht kennt, aber das nicht dem Leben zuordnet, also nicht sagt, das ist aber ein Auto oder das ist ein Haus und das von meiner Oma die Kette und das von meinem Opa der Joystick oder so, ja, weil, dass man plötzlich Kategorien nicht mehr hat für etwas, was aber da vor einem ist. Und als Bildhauer bin ich jemand, der genau die Sachen schafft, die andere dann für Kunst halten, aber als Material, als Form, als dreidimensionales. Viele andere, die dann malen oder zeichnen oder irgendwie alles anderes machen, haben ja häufig eher ein Bild. Und bei mir ist es dann auch das Material, das Objekt, das Ding, was da vor einem steht. Und als Bildhauer ist man derjenige, der ein solches Ding baut, herstellt, modelliert, mit den eigenen Händen formt, dass man hingeht und sich was ausdenkt, was vielleicht noch gar nicht da war, vielleicht was man noch gar nicht kennt. Aber das auf eine Art, dass nachher nicht benutzbar ist. Also es geht mir nicht darum, dass ich eine neue Löffel, eine neue Gabel oder sonst was oder ein neues Auto baue, sondern etwas, was nur die Augen benutzen, was nur die Augen befragen und was seine Präsenz dadurch behauptet, dass es den Augen etwas gibt, was wie so ein Fragezeichen ist. Und das mache ich. Und das mache ich hier in meinem Atelier. Also hier der Raum, den habe ich gemietet und der ist relativ groß, relativ geräumig. Hier stehen dann Sachen von mir, die ich mir dann angucken kann. Und hier kommen dann häufig Leute rein und schauen sich die Sachen auch vielleicht mal an. Oder andere Leute kommen und sagen, Gerion, wir haben da so ein Gebäude, wir könnten uns auch vorstellen, dass da was von dir da wäre. Wir wollen gerne einen Wettbewerb machen, wir laden andere Künstler mit ein, guck dir das doch mal an. Und dann gehe ich da hin, gucke mir das an und denke, oh, da oben so eine Ecke, die ist aber eigenwillig. Und dann denke ich mir was dafür aus. Normalerweise mache ich dann ein Modell, also ich mache das in so einer kleinen Version. Und die kleine Version zeige ich den Leuten und dann sagen die, nee, will ich nicht oder will ich haben oder weiß ich noch nicht.
Die wählen normalerweise einen Künstler aus und der Künstler wird dann beauftragt, das zu bauen. Das ist zum Beispiel, jetzt gerade habe ich ein großes Projekt für die Sparkasse in Köln-Bonn gemacht. Da habe ich ein riesiges Mobile in die Sparkasse gehängt. Und unten im Boden ist ein Loch, da ist so eine Panzerglasscheibe drauf. Und in diesem Loch, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Spardosendeckel mit so einem Schlitz. Und dieser Spardosendeckel, der da so halbschräg unten im Loch hängt, der besteht aus 1 Kilogramm Gold. Ich habe also 1 Kilogramm Gold gekauft, das ist ziemlich teuer und ziemlich wenig Material, habe das heiß gemacht, geschmolzen und habe das in so eine Form gegossen. Und nachher habe ich dafür gesorgt, dass diese Form eben in diesem Boden jetzt ist und Leute darüber laufen und sagen, das ist also 1 Kilogramm Gold. Und das ist hier unten und da oben ist das Mobil. Und diese Wahrnehmungsmomente sind das, die ein Künstler entsprechend herstellt, nach seiner eigenen Idee, nach seinem eigenen, ja, nach seiner, wie er das gerne möchte. Und andere Leute sagen wiederum, ja, das finde ich interessant. Und manche Leute kommen dann hierher und die arbeiten in einem Museum oder in einer Galerie und die sagen, ja, wir würden das gerne mal zeigen, was du hier in deinem Atelier oder bei uns machst, das finden wir so wichtig, dass wir glauben, da sollten andere Leute drauf gucken. Und das macht dann den Künstler aus. Ja, der Künstler macht sowohl die Arbeiten, so wie er versucht, sich zu formulieren, und irgendwo kommt dann ein Publikum und sagt, ah, okay, das ist also das, was der Gerion jetzt gerade gemacht hat, und guck mal an, wie das aussieht. Und normalerweise ist der Ort dafür das Kunstmuseum. Da geht man normalerweise hin und kann sich dort Sachen anschauen. Sachen, von denen andere vorher schon gedacht haben, dass sie wert sind, sich anzuschauen. Auf eine Art nämlich, dass man nicht weiß, was dann eigentlich vielleicht ist. Man kann das vielleicht manchmal gar nicht formulieren, so sprachlich, so geradeaus sagen, das ist aber toll. Aber man kann daran vielleicht etwas erkennen, was einem im Leben auch so ein bisschen schräg im Magen liegt. Oder was man plötzlich, kann man wiedererkennen, das ist mir auch schon mal passiert oder sowas Ähnliches. So verworren und so komisch, da hängt es da. Manchmal hänge ich doch auch. Und diese Sachen kann man im, oder das ist aber so farbig, dass wenn ich das sehe morgens, dann muss ich aber viel Kaffee trinken. Ja, also sowas. Und diese Momente gibt es in Reinform im Museum. Und die Künstler sind dafür da, im Museum etwas zu zeigen, was dem Publikum eben solche Erfahrungen ermöglicht. Und weil das so viel Spaß macht, bin ich Künstler geworden.